Und ich sage, ey Bruder, wo ist dein Protein? Du kommst vom Training. Und dann guckt er mich an und ich sage, du brauchst Protein, sonst kriegst du nie die Bahnbabo-Arme. Und dann lacht er und freut sich. Und so kam das eben auch, dass der eine zu mir sagt, du bist voll stabil. Und ich sage, ich bin massiv. Und der andere sagt, du bist Klotz, du bist der Bahnbabo. So, und so war der Bahnbabo geboren.